Ja, mein Vortrag lautet ja jederzeit erwachen. Und dieses jederzeit erwachen bezieht sich auf das Buch, das ich geschrieben habe, wo es darum geht, Zen im Alltag zu beschreiben. Zen gilt ja als die Kultur der Stille. Und ich war vor kurzem erst in Japan und schaute mir die Gärten wieder an, Kyoto. Und obwohl Hunderte von Japanern durchliefen durch die Gärten, strahlten die so eine Stille aus, dass sogar das, dieses Gequassel der vielen Menschen, übertönte. Das war sehr beeindruckend. Und woher kommt diese Stille? Was macht Zen zur Kultur der Stille? Und es ist ein wichtiger Aspekt, der die Stille entfalten lässt, das ist die Präsenz. Präsenz im Hier und Jetzt zu sein, ganz bewusst zu sein. Und dieses Bewusstsein heißt aufwachen, nicht schlafen. Jetzt werden die einen oder anderen von Ihnen denken, ja, wenn ich morgens aufwache, bin ich ja wach. Und schlafen ist schlafen. Und dennoch geht man im Zen davon aus, dass wir, auch wenn wir glauben, wach zu sein, schlafen. Weil wir so in unseren Gedanken verhaftet sind, so konditioniert und eingeengt sind in unseren Körper, dass wir alles eigentlich automatisch unbewusst tun. Und sogar wenn wir glauben, ich denke jetzt, ist das schon längst im Kopf gedacht und wir nehmen nur es vorher nicht wahr, dass es schon längst geschehen ist, also unbewusst geschehen ist. Wir sind von Kopf bis Fuß geprägt durch Erziehung, durch Kultur, aber auch menschheitsgeschichtlich. Das sind die tiefsten Prägungen. Und diese Prägungen sind so stark, dass wir einfach so handeln, wie wir gestrickt sind. Und jetzt geht es darum, in die Bewusstheit zu kommen und diese Prägungen, diese Konditionierungen zu erkennen. Und ich möchte ein paar Beispiele zeigen, um aufzuweisen, wie es, ja, wie schwer es ist, aus diesen Konditionierungen herauszukommen. Eine berühmte Zen-Geschichte erzählt davon, dass ein Mönch unterwegs war und am Abend nicht mehr das nächste Kloster erreichen konnte, und so suchte er sich eine Höhle, in der er Unterschlupf finden konnte. Und als er sich so sein Bettchen da machte mit Reisig und Blättern und so und sich gerade hinlegen wollte, erschrickt er zutiefst und sieht in der Ecke eine Schlange, aufgerollt, in sich eingerollt. Und er bekommt solche Ängste, dass er sich kaum rühren traut. Er wollte nicht mehr rascheln, um sie ja nicht aufzuwecken. Und die ganze Nacht verbrachte er starr auf sie zu schauen und ja, davon zu laufen, wenn sie sich bewegt. Und als der Tag hereinbricht, fallen Sonnenstrahlen in die Höhle und er sieht, das war ein aufgerolltes Seil. Auf der einen Seite war er natürlich dankbar, auf der anderen Seite hatte er sich die Nacht um die Ohren geschlagen. Aber er war so erleichtert, dass er fröhlich losmarschierte. Und es dauerte nicht lange, da sah er wieder ein Seil am Boden liegen und dachte sich, diesmal lasse ich mich nicht täuschen. Und es heißt, er trat darauf und wurde gebissen. Diesmal war es eine Schlange. Und diese Geschichte zeigt so deutlich, dass wir die Wirklichkeit nicht wirklich wahrnehmen, sondern so, wie wir denken. Dass das, was uns entgegentritt, eigentlich nur das ist, was wir uns vorstellen. Und es sehr, sehr schwer ist, Wirklichkeit zu erkennen. Meist geschieht es im Nachhinein. Und dann denken wir, ja, das hätte ich doch wissen müssen. Das hätte ich doch sehen müssen. Aber
Vor unseren Augen liegt unser Denken, liegt unsere Konditionierung, unser Fühlen. Auch das ist konditioniert. Und wir können kaum über diese Schwelle hinwegkommen, wenn wir nicht erwachen. Ich möchte noch eine schöne Geschichte erzählen, die habe ich jetzt nicht selbst, aber aus der Verwandtschaft, die deutlich macht, dass wir, ja, unser Handeln, unser Denken und unser Fühlen wirklich nicht bewusst erkennen und wahrnehmen. Ein entfernter Onkel hatte das Hobby oder die Freude, immer nach Verona zu fahren. Er wohnte in München und zum Kaffee trinken nach Verona oder zum Abendessen nach Verona. Und da hatte er ein wunderschönes Lokal am Hauptplatz und hin und wieder nahm er auch Freunde mit und sie saßen am Abend beim Essen, aber der Ober brachte einfach den Wein nicht. Und der Freund wurde schon ungeduldig und sagte, es kann doch nicht sein in so einem Lokal, dass man so lange auf den Wein warten muss. Und der Onkel meinte, ach, der wird schon kommen. Und wirklich, der Ober schiebt den Wagen hin mit einer Karaffe Rotwein. Ging aber dann wieder weg. Und der Freund war ganz ungeduldig und sagte, das kann der doch nicht machen. Sagte der Onkel, nein, warte doch, er wird schon kommen und uns die Flasche geben. Nein, sagt er, ich kann jetzt nicht mehr warten. Nimmt die Karaffe und schüttet sich ein. Und dann probiert er köstliche Tropfen. Hervorragend. Und es dauerte nicht lange, dann kam der Kellner, brachte eine Flasche Wein, öffnete sie, schüttete ein bisschen in ein Glas hinein, probierte und spuckte dann in die Karaffe. Der Onkel schlug sich auf die Oberschenkel vor Lachen. Das ist eine sehr nette Geschichte, weil sie auch zeigt, dass wir ja den Wein wunderbar finden, wenn wir nicht wissen, was es ist. Der hat bestimmt geschmeckt, weil man davon ausging, in so einem guten Lokal gibt es nur guten Wein. Und das zeigt so deutlich, und dafür gibt es unendlich viele Geschichten, dass wir die Wirklichkeit nicht wirklich sehen. Und das spielt natürlich eine große Rolle, weil diese Geschichten zeigen jetzt ein bisschen Äußerlichkeiten. Aber das, was wir innerlich fühlen, was wir innerlich denken, hat eine Wirkung auf das Außen. Nämlich das Außen spiegelt mir mein Inneres. Oft sehe ich mein Inneres nicht, meistens sehe ich es nicht. Aber im Außen kann ich erkennen, was wirklich in mir lebt, was wirklich in mir drinnen ist. Ich habe einen Bericht gehört von einem Herrn, der gecoacht wurde von zwei Coacherinnen, die mit Pferden arbeiten. Und er hatte das Problem, dass in seinem Betrieb er nie wahrgenommen wurde. Er erlebte es, wenn er in eine Besprechung kam und sein Statement, seine Sache vorbrachte, dass man ihn gar nicht ernst nahm, beziehungsweise gar nicht wahrnahm. Und er ging dann zu dieser Beratung, um dem Problem auf den Grund zu kommen. Und er wurde auf die Koppel geführt, wo die Pferde standen. Und die Pferde schauten auf, schauten ihn an und schauten dann weg. Und jetzt war die Übung, die sie mit ihm übten, dass zum Schluss der Arbeit mit ihm er so weit war, dass die Pferde ihm folgten ohne Zügel. Was hat er gelernt? Er hat Präsenz gelernt. Er hat gelernt, da zu sein, wo er ist. Und da kommen wir ganz nah an die Übung des Sassen. Wir kommen sehr nahe daran,
was die Übung in uns bewirken kann oder was wir in dieser Übung ja praktizieren. Es ist nicht so, dass wir Zen praktizieren, um dann präsent zu sein, sondern Zen ist die Übung der Präsenz. Also das Zen ist bereits Präsenz. Und nicht, ich übe und kann, dann kann ich's. Das ist wichtig, dass wir die spirituelle Übung nicht als ein Umzu, als eine Schule betrachten, in der wir etwas lernen, um es dann zu können, sondern wir leben es bereits. Wir leben bereits die Präsenz. Und zwar die Präsenz, das zu sein, was ich gerade bin und das zu tun, was ich gerade tue. Wir kennen es ganz schnell, dass wir, wenn wir unter Menschen sind, dass wir ja etwas sagen und ganz im Hinterstübchen, ganz hinten, eigentlich daran zweifeln, was wir gesagt haben. Oder Angst haben, der andere könnte es vielleicht in den falschen Hals bekommen oder irgendetwas. Und genau das passiert nämlich dann. Wenn ich einen Zweifel habe, begegnet mir der Mensch in der Form, dass er den Zweifel ausspricht. Und dann bin ich beleidigt. Er kritisiert mich. Und wenn wir aber genau hinschauen, ist die Kritik schon längst in mir geschehen. Die Kritik habe ich schon an mir angewandt. Und der andere spricht sie nur aus. Sind wir wach? Sind wir wirklich bewusst? Haben wir die Fähigkeit zu erkennen, wo Zweifel in mir sind? Wo in mir Kritik ist? Und ich denke mir, wenn sie Menschen führen, dann ist das ein wunderbares Feld zu sehen, wo sie nicht klar sind, wo sie in sich zweifeln, wo sie in sich schon die Kritik tragen, denn dann begegnen ihnen ganz bestimmt Mitarbeiter, die diese Kritik und diesen Zweifel ihnen gegenüber auch vorbringen. Und wenn wir jetzt Präsenz praktizieren, dann ist es diese Übung, wie Klauser schon sagte, der Einatem kommt, der Ausatem geht. Und jeder, der es von Ihnen schon einmal probiert hat, wird merken, dass da ständig irgendein Gedanke dazwischen sich schiebt und sagt, eigentlich hast du gar keine Zeit dazu oder du müsstest dies oder du müsstest jenes. Und die Übung ist, immer wieder nur in diesem Hier und Jetzt zu sein, in diesem Hier und Jetzt, nur da zu sein, nur da zu sein. Und sind wir geübt, den Atem erstmal wahrzunehmen. Wahrzunehmen, wie der Atem kommt und wie er geht. Der kommt ja immer, Tag und Nacht. Und dennoch nehmen wir ihn nie wahr. Das ist schon eine sehr, sehr große Feinheit. Sehr, sehr große Wahrnehmungsfähigkeit, ohne dass ein anderer Gedanke dazwischen kommt und nur dieses Atem wahrzunehmen, nur dieses zu erkennen, dann ist es auch der nächste Schritt nicht schwer, die Gedanken zu erkennen. Denn auf einmal erkenne ich, dass nicht ich denke, sondern dass die Gedanken einfach genauso wie der Atem in meinem Kopf entstehen. Und diese Gedanken zu erkennen, ist der wichtigste Schritt, um sie nicht aussprechen zu müssen und sie ziehen zu lassen. Im Zen wird viel von Loslassen gesprochen. In der ganzen Spiritualität heißt immer Loslassen. Aber was heißt Loslassen? Loslassen heißt, dass ich an einen Gedanken nicht neue Gedanken daran hänge. Dass ich etwas, einen Gedanken einfach wie einen Moment betrachten kann, ohne dass ich ihn weiterdenken muss. Gleichzeitig ist es eine Bewusstwerdung des Gedankens. Und ich kann mir bewusst sein, was denke ich überhaupt. Aber jetzt geht es darum, dass wir diese Gedanken nicht bewerten, sondern nur erkennen. Und in dem Moment, wo ich sie erkenne, können sie losgelassen werden.
Beziehungsweise, sie zeigen mir auch auf, wo in mir Unsicherheit ist. Eines Tages kam zu einem Zen-Meister ein Professor und er sprach davon, dass er von dem Zen-Meister wissen möchte, was Zen ist, und all seine Lehren wollte er gerne wissen. Da lud ihn der Zen-Meister zu einer Tasse Tee ein und der Professor hielt die Tasse hin und der Zen-Meister schüttete Tee hinein und die Tasse war voll und er schüttete einfach weiter. Und irgendwann rief der Professor, ja, sehen Sie denn nicht, dass Sie schon alles daneben schütten? Die Tasse ist doch über und über voll. Und da meinte der Zen-Meister, ja, so sind Sie auch über und über voll. Ich könnte Ihnen gar nicht sagen, was Sie noch aufnehmen könnten. Und das ist auch etwas, was wir in der Übung des Zazen praktizieren und was die Stille in uns hervorruft, das ist Leerwerden. Leerwerden, nicht mehr zu wissen, wie die Welt, wie alles funktioniert. Denn das, was wir wissen, sind schon Konzepte, sind schon Vorstellungen in uns selbst, sind schon Gedanken, die vielleicht schon ewig gedacht sind. Aber wenn es darum geht, etwas Neues zu kreieren, etwas, ja, kreativ zu sein und Ideen zu bekommen, dann bekomme ich die nicht dadurch, dass ich noch mehr in mich hineinschütte, sondern ich kann sie erst bekommen, wenn ich mich leer mache, wenn ich nichts mehr weiß. Und das ist die Übung. Ich sitze da und weiß nichts. Ich denke über nichts nach. Und wenn etwas kommt, dann lasse ich es los, denke es nicht weiter. Und dieses Leerwerden heißt im Zen Churiki zu stärken. Churiki ist die Intuition. Das ist der Tee, den ich wieder aufnehmen kann. Das ist die Intuition, die mir Ideen geben, wo ich kreativ werden kann. Und das ist ja so notwendig, wenn wir schöpferisch tätig sein wollen, dass wir nicht nur das, was wir gelernt haben, weiterführen. Das geht ja gar nicht, da kommt ja nichts Neues. Sondern dass wir wirklich intuitiv Neues erfassen, kreativ werden. Und dieses Leerwerden ist auch ganz notwendig, um in die Präsenz zu kommen. Denn werde ich nicht leer, denke ich immer an das, was war und an das, was kommen wird. Und das ist konditioniert. Das, was war, das habe ich interpretiert, so wie ich es eben mit meinem Strickmuster konnte. Und das, was sein wird, ist ebenso mit meinem Strickmuster wieder neu gestrickt. Und jetzt geht es darum, in diese Intuition zu kommen. Und jeder von uns kennt das. Wenn wir einen Schlüssel verloren haben, dann finden wir ihn meistens dann, wenn wir aufhören zu suchen und sagen, ah, der ist weg, hat keinen Sinn mehr. Und auf einmal kommt die Idee. Auf einmal ist sie da. Weil die Lösungen kommen und ich kann sie nicht denken. Und die großen Wissenschaftler, sie erzählen immer davon, dass ihnen der wirkliche Durchbruch, die Idee dann kam, wenn sie aufhörten zu denken. Albert Einstein, Relativitätstheorie in der Straßenbahn, Sauerbruch in der Badewanne, nicht am Schreibtisch, sondern diese Ideen kommen dann, wenn sie nicht mehr weiter wissen und weiter können. Und erst letztens sprach ich mit einem Herrn, der ein Projekt leiten musste und mehr oder weniger Tag und Nacht arbeitete. Und er sollte es am Montag abgeben. Und noch Samstag, Sonntag arbeitete er und fiel vollkommen in einen Erschöpfungsschlaf. Mit dem Wissen, ich komme morgen und weiß nichts. Und im Moment des Aufwachens kam die Idee. Da kam es.
Und in diese Leerheit zu kommen, nicht nur in der letzten Not, ja, wenn gar nichts mehr geht, sondern diese Leerheit bewusst zu üben, um in diese Intuition zu kommen, das ist das Sinn. Da sitzt nun nichts wissen. Und ich weiß auch nichts. Denn wenn ich da sitze, kann es ja jeden Moment sein, dass es mich umhaut. Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist. Aber das kann sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie das Leben läuft. Und das ist die Übung. Nichts zu wissen. Nichts mehr zu wissen. Von daher glaube ich, dass die Übung des Sazen uns in eine Kultur der Stille führt, nicht weil alles rund um uns herum still ist, sondern weil wir die Stille in uns tragen, indem wir an die Dinge keine Gedanken hängen. Still wird es, wenn wir ruhig, wenn unser Geist ruhig wird. Wir können nämlich auch im schönsten Zen-Garten sitzen, der wunderschön gestaltet ist und eine Stille ausstrahlt, wenn ihre Gedanken nicht still sind, erleben sie keine Stille. Und sie können auf dem Jahrmarkt sein, wenn sie nicht darüber nachdenken, wie unmöglich das ist auf dem Jahrmarkt, wie laut das ist, sondern dass sie einfach nur wahrnehmen, ohne einen Hauch von Gedanken daran zu hängen, dann erleben sie Stille. Stille, obwohl es laut ist. Es gibt viele Meditationszentren, Sendos, auch in Japan, die wirklich mitten in der Stadt sind, wo die Häuser, wo rundherum Häuser sind, wo Menschen leben, Kinder spielen, Autos vorbeifahren, Musik gespielt wird. Und das wird im Zen nicht als schlimm empfunden, sondern als tolle Übung. Nämlich nicht die Gedanken daran zu hängen. Und das fällt uns schwer. Denn da kommt schon einer und sagt irgendetwas und schon geht unser Kopf mit und gibt seine Bewertung ab. Und das zu üben, die Worte leer werden zu lassen, ihnen nicht meine Bedeutung zu geben, sondern den Klang zu hören und sie loszulassen, nicht weiter zu denken. Die Musik zu hören, ohne sie schon wieder bewerten zu müssen. Alles einfach loslassen, geschehen lassen. Das ist die Kultur der Stille. Und dieses Sitzen ist die Übung dazu. Ist das Praktizieren dessen, einfach zu sitzen, nicht um zu, weil dieses um zu schon längst da ist, weil wir schon sitzen, weil wir sitzen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil wir sehr gerne ein Ergebnis haben möchten. Und dann, wenn man gesessen ist und kommt nach Hause und dann sagt der Partner oder die Partnerin etwas und man fährt gleich wieder aus der Haut, dann sagt derjenige oder diejenige, ja, du warst doch jetzt beim Sitzen. Da muss doch was rauskommen. Das war doch umsonst. Nein, jeder Augenblick ist eigentlich gefragt. Und ich kann nicht sagen, ich übe Sazen und dann bin ich ein Heiliger. Sondern Sazen muss in jedem Alltag praktiziert sein. Ich kann nichts. Denn wenn ein Augenblick kommt, wo ich wieder meine Gedanken dran hänge, ist die Stille weg. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich, wenn ich Sazen praktiziere, vielleicht im Alter, wie ich im Alter werde oder wie ich sterbe. Denn jeder Augenblick ist wieder die Herausforderung, keine Gedanken dran zu hängen. Und das weiß ich nicht, ob ich das mache. Denn die Gedanken sitzen ja tief im Körper. Das ist ja nicht so, dass ich es nur nicht denke, ja, sondern der ganze Körper denkt ja. So wie ich es vorher sagte,
der Herr, der nie gehört wurde, der lernen musste, ganz in der Präsenz zu sein und nicht innerlich zu wackeln. Denn wenn er innerlich nur denkt, hoffentlich hören die mir zu, hören die nicht zu, hundertprozentig. Und das lernte er. Und es geht nicht darum, diese Eigenständigkeit, diese Wahrhaftigkeit oder diese Beständigkeit durch Macht auszuüben. Dann gehorchten die Pferde nur, weil sie Angst haben. Aber in dem Moment, wo er nur ein bisschen schwach wird, werden sie über ihn herfallen. Sondern es geht darum, dass er diese innere Wahrhaftigkeit, diese Beständigkeit einfach ist in diesem Moment. Dann folgen die Pferde von ganz alleine, ohne Fesseln und Zügel. Und das ist unsere Übung, dass der Geist ohne Fesseln und Zügel uns folgt. Es gibt eine schöne Geschichte im Zen, die davon ausgeht, die das beschreibt, der Ochs und der Hirte. Wo erst der Hirte kämpft und tut und macht, damit der Geist folgt. Und irgendwann kann er ohne Fesseln und Peitsche zu gebrauchen auf dem Ochsen nach Hause reiten. Und das wünsche ich Ihnen sehr. Ich danke Ihnen.